So, wir sollen uns bei Sebastiano melden. Okay. Gibt's hier noch was für uns zu holen? Schlafen. Nö, jetzt nicht. Ich grüße dich, Angus. Was machst du? Was ich immer mache, rechnen. Und wenn ich alles durchgerechnet habe, rechne ich's nochmal. Aber was nützt es? Die Offiziere und Rekruten wollen ihren Sold. Nur gut, dass das bald ein Ende hat. Es gibt bald keinen Sold mehr? Quatsch, nein. Ich bin bald hier weg. Du willst hier weg? Hast du schon mal über die Festungsmauer geschaut? Hier geht bald alles den Bach runter. Da habe ich mich zur nächsten Expedition freiwillig gemeldet. Ob das sicherer ist? Was ist mit meinem Sold? Du bekommst nichts. Was? Was? Ich habe genau gehört, was der Kommandant gesagt hat. Du bist kein offizielles Mitglied der Inquisition mehr. Ich darf ja wohl sehr bitten. Du kennst dich doch gut mit den Vorschriften aus, hm? Deswegen haben sie mich ja zum Zahlmeister gemacht. Dann weißt du doch bestimmt auch, wie ich in so einem Fall doch noch an meinen Sold komme. Naja, ich könnte es unter spezielle Aufwendungen verbuchen. Jetzt verstehen wir uns. In deinem Fall könnte ich 200 Goldstücke auszahlen. Silberzunge, was wir bei dem Gentleman eben angewendet haben, ist eine Fähigkeit, um Leute durch Schmeicheleien zu beeinflussen. Das ist auch ein Talent, das wir steigern können, das einem an einigen Stellen in der Welt, die es vorankommen in den Quests, sehr erleichtert. Und zum Beispiel Leute, die sehr unkooperativ sind, zur Mitarbeit bewegen kann und sie sonst dahin prügeln müsste, was wesentlich aufwendiger ist, oder sie einem generell einfach gar nicht helfen oder sie einem Sachen schenken. Silberzunge ist ein sehr nützliches Talent, und das wir auf jeden Fall sehr viel investieren werden. So, aber dann fragen wir den Herrn erstmal zu der Expedition aus, auf die er denn gehen will. Erzähl mir mehr über die Expedition. Ich weiß nur, dass nächste Woche ein Schiff hier ankommt, das in die neue Welt segelt. Der Rest ist geheim. Aber ich bin mir sicher, da hinten ist es besser als hier. Würde ich mich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen, aber kann sein. Wo geht's hier hin? Brückentorwache. Gut, das ist eine Wache vor einer verschlossenen Tür. Können wir da durch? Können wir da durch? Können wir da durch? Du weißt, wie es läuft. Solange das Schiff im Hafen liegt, bleibt das Tor zu. Anweisung des Hohen Rates. Okay, sieht nicht so aus. Was ist an dem Schiff so besonders? Es ist ein Sklavenschiff. Obwohl das Gesetz, das uns vorschreibt, das Tor zu schließen, eigentlich völlig sinnlos geworden ist. Ich meine, wo wollen die Sklaven denn hin? In dem, was von Caldera übrig geblieben ist, kann sich sowieso kein Schwein verstecken. Und dahinter kommen die Titanen. Das Gesetz ist sinnlos? Das ist jetzt aber völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Ich sagte, das Gesetz sei eigentlich sinnlos. Gesetz ist Gesetz, das Tor bleibt zu. Klare Ansage. Warst du schon mal im Bereich hinter Caldera? In der Einöde? Da kriegen mich keine 10 Pferde hin. Da gibt's nur noch die Titanen. Was weißt du über die Titanen? Da weißt du mit Sicherheit mehr als ich. Du warst doch auf Faranga. Und, was erzählen sie über Faranga? Du bist Leutnant. Willst du die Wahrheit oder die offizielle Antwort? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Die Wahrheit ist, mit allem gebührenden Respekt natürlich... Jetzt spuck's schon aus. Also, die Männer erzählen, dass das Okular, das du getragen hast, verflucht war. Und als sie es dir abgenommen haben, hast du dein Auge verloren. Und weiter? Naja... Und dass das Okular einen bösen Einfluss auf dich hatte, der dich irgendwie verändert hat. So wie es Inquisitor Mendoza verändert hat. Und um das zu ertragen, säufst du jeden Abend ein paar Flaschen rum. Du wolltest es wissen. Stimmt. Das Tor bleibt zu! Tja, ja. Psst, komm mal her. Für ein bisschen Kohle kann ich dir richtig gute Sachen besorgen. Okay, das ist interessant. Was für Sachen kannst du als Gefangener schon besorgen? Waffen, Schnaps, was man halt so braucht. Ich kann hier gerade nicht weg. Hab zu tun, verstehst du? Aber du kannst dir die Sachen ja selbst abholen. Wo finde ich die Sachen? Im Lagerhaus unten am Hafen findest du jede Menge Plunder. Die wichtigen Sachen schließen sie in Truhen ein. Aber die Sachen, die sie nicht mehr brauchen, liegen einfach so rum. Ich meine, wenn Ihnen die Sachen wichtig wären, würden Sie sie doch wegschließen, oder? Ja. Klingt einleuchtend. Gut. Aber warte bis zum Tagesanbruch.
Nachts verrammeln sie das Lager. Da kommst du nicht rein. Tagsüber ist das Lager zwar bewacht, aber das ist kein Problem. Ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst. Für ein bisschen Gold, versteht sich. Klingt aber gut. Ja, lassen wir uns mal beibringen. Bring mir bei, wie ich mich unbemerkt bewege. Du musst in die Knie gehen und dein Gewicht vorsichtig verteilen. Es hilft, wenn du mit der Ferse zuerst auftrittst und dann langsam abrollst. Und mach nicht denselben Fehler wie ich. Lass dich nicht sehen. Wofür braucht ein Gefangener Gold? Bist nicht der Schlaueste, was? Sagte der Mann hinter Gittern. Bam. Punkt für dich. Geh noch nicht weg, ja? Mit mir spricht sonst eh kein Schwein. Und bald verfrachten sie mich nach Tagarigua. Da kann ich mich ja nur noch mit den Molukken unterhalten. Sie bringen dich nach Tagarigua? Auf die Zuckerrohrplantagen. Als Sklave. Das Schiff unten im Hafen ist voller Molukken. Die bringen sie auch alle dahin. Voller was? Molukken, Mann. So nennen sie die Sklaven. Sag bloß, das hast du noch nie gehört. Wofür haben sie dich eingelocht? Ich hab mich im Lagerhaus unten am Hafen umgesehen. Bin ganz leise gewesen, wollte keinen Lärm machen, um keinen zu stören, verstehst du? Der Typ, der mich gesehen hat, hat gemeint, ich wollte mich reinschleichen, um etwas zu stehlen. Dabei wollte ich mich... Nur umsehen, ja, schon klar. Genau! Gut, wir können jetzt schleichen. Du kannst aufhören zu schleichen, ich hab dich gesehen. Danke, Sherlock. So, bei Tagesanbruch ist es hier immer noch unfreundlich. Okay. Wir untersuchen mal den Strand, würde ich sagen. Einige Schiffswracks, wahrscheinlich die frühen Opfer des Krakens. Eine Kiste. Gucken wir mal rein. Fackel, Proviant und ein paar Kugeln. Nehmen wir mit. Liegt hier noch irgendwas Interessantes? Treibgut. Eins von sechs. Okay. Die müssen wir hier scheinbar sammeln. Das sieht nach einer Sammelquest aus, die wir zwar noch nicht haben, aber trotzdem schon erledigen können. Okay. Eine Muschel. Leere Kiste. Toll. Die bringt's jetzt auch. Ach, die Sandteufel von... aus der Intro-Sequenz. Können wir die Kanone mitnehmen? Schade. Schade. Und das letzte Treibgut. Treibgut am Strand gesammelt. Ruhm plus 52. Und zwei elende Sandteufel. Meine Güte, dauert das lange. Ich habe ihn doch gar nicht getroffen. Also diese Killsequenzen sind, ja. Ja, sind die halt. Was soll man da groß zu sagen? Aber allgemein ist das Spiel, was ihr auch in den nächsten Folgen, in den nächsten zahlreichen Folgen sehen werdet, ist das Spiel sehr ansprechend, also sehr schön gemacht, sehr detailliert. Aber wer schon mal Spiele von Piranha Bytes, also die Gothic-Trilogie oder Risen 1 gespielt hat, der weiß, wovon ich rede. Das ist sehr interessant, das hier. Da gucken wir uns gleich nochmal um, nachdem die Teufelchen hier tot sind. Wir sollten mal kurz ein bisschen Proviant essen. Proviant, das seht ihr unten rechts an der Lebensleiste, heilt uns nicht auf einen Schlag. Dadurch unterscheidet es sich von Heiltränken. Er heilt uns sozusagen um einen gewissen Wert, aber über die Zeit. Also, ich glaube, 20 Gesundheit in 5 Sekunden, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Größenordnung. Findet man dafür allerdings auch in rauen Mengen und ist auch nicht teuer zu kaufen. Also, ja. Uns wurde nahegelegt, das Lagerhaus auszuräubern. Das werden wir tun. Wir werden uns aber hoffentlich etwas geschickter anstellen als der Gentleman, der uns das Schleichen beigebracht hat. Weil der war ja scheinbar nicht allzu erfolgreich. Nebenbei verdingen wir uns noch als Kammerjäger. Monsieur?
Und dabei wurde der gepackt. Das ist super. Der hat es nicht bemerkt. Wir rennen, schleichen einfach an dem vorbei. Der sieht uns irgendwie nicht, obwohl wir direkt an ihm vorbeigehen. Aber wenn wir jetzt einen Schritt hier, einen Mäuseschritt in diesem Haus machen würden, würde er sofort angekrochen kommen. Das ist so super logisch. Naja, was soll's. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ein Pokal, zwei Pokale, drei Pokale und ein paar Kugeln. Ja, kann man machen. So. Ist nichts wie raus hier. Schnell die Ratte umhauen. Ja. Typen wie dich will ich nicht wiedersehen. Komm, uns verhaftet man nicht. Gestern Nacht hat's wieder ein Schiff erwischt. Diesmal direkt vor der Festung. Ich weiß, ich war auf dem Turm. Du hast es gesehen? Ich hab's nur von der Schiffsbesatzung gehört. Es gab nur eine Überlebende. Und der Rest von den armen Teufeln liegt am Grund des Meeres. Naja, könnte sein, dass die Flut noch was an den Strand gespült hat. Wir können jedes bisschen Ausrüstung und Proviant gebrauchen. Das muss ich dir ja nicht sagen. Sieh dich doch mal am Strand um. Vielleicht findest du was Brauchbares. Und? Hast du was gefunden? Hab ich. Ein paar Fässer und Kisten. Mehr gibt es nicht zu holen. Das sieht gut aus. Gut gemacht. Gibt es auch ein bisschen Gold? Hol dir gefälligst deinen Sold bei Angus ab. Ich bin gar kein Mitglied der Inquisition mehr. Aber du hast doch deine Uniform an. Bald nicht mehr. Du gehst wirklich weg von hier? Ja, mit dem nächsten Schiff. Tja, in dem Fall alles Gute. Und nochmal 200 Gold, da freue ich mich. Ich glaube, wir sollten nachher mit Patty reden und uns mit ihr besprechen. Wer Patty noch aus Risen 1 kennt, das ist die Kneipenwirtin aus der Hafenstadt, der wir helfen, den Schatz ihres Vaters zu finden. Und die wurde jetzt in dieses Spiel übernommen und diese Piratenstory wurde sozusagen bis als Basis für Risen 2 genutzt. Und? Gut geschlafen? Bis mich das Gebrüll von diesem Wahnsinnigen da unten geweckt hat. Wie hast du es nur die letzten Monate hier ausgehalten? Es gibt jede Menge rum hier. Du klingst wie mein Vater. Ihr beide werdet euch bestimmt gut verstehen. Was macht die mit ihrem Arm? Erzähl mir mehr über deinen Vater. Mein Vater hat mich damals auf Faranga sitzen lassen. Alles, was er mir ließ, war seine Seekarte und eine Seite seines Tagebuchs. Darauf beschreibt er die Lage seines Schatzes. Ich weiß nur noch nicht, auf welcher Insel der Schatz versteckt ist. Und genau das werde ich rausfinden. Du willst immer noch den Schatz deines Vaters stehlen? Nicht ich. Wir! Du hilfst mir, den Schatz meines Vaters zu heben. Und ich helfe dir, an deine Waffe zu kommen. Klingt fair. Abgemacht. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Hat man noch weitere Überlebende am Strand gefunden? Nein. Du warst die Einzige. Die armen Schweine. Na gut. Du hast doch bestimmt noch ein paar Sachen zu erledigen, bevor wir aufbrechen. Ich gehe schon mal runter zum Schiff. Alles klar. Aber ich glaube, wir haben hier nichts mehr zu erledigen. Wir können uns auch auf den Weg zum Schiff machen. Richtig schönes Piratenschiff. Obwohl, sind ja gar keine Piraten, ist ja die Inquisition. So, den Trank mopsen wir nochmal. Den vermisst doch eh keiner. Und ab an Bord. Wird Zeit, dass wir wegkommen. Sehe ich genauso. Das Schiff ist bereit. Wie sieht's mit dir aus? Allzeit breit, bereit. Auf geht's. Anker lichten! Segel setzen! Steuermann! Kurs auf Takarigua! Finger aus dem Bild, bitte. Und wir brechen auf nach Takarigua zu unbekannten Abenteuern, reichen Schätzen und viel Rum. Du verlässt die Kristallfestung. Sieht das geil aus. Hammer-Grafik, kann man nicht anders sagen. Das werde ich, glaube ich, in diesem Let's Play noch öfters sagen, aber es muss einfach gesagt werden.